Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Let's Play Elex. Beim letzten Mal, ja, haben wir im Prinzip die letzten Sachen der Kleriker abgeschlossen. Wir haben die ganzen Elex-Handel durchgearbeitet und, ja, könnten jetzt theoretisch schon Akolyt werden. Und, ja, ich habe es ja schon gesagt, in der heutigen Folge wollen wir dann mal gucken, dass wir eventuell mal in Richtung der Outlaws gehen, der Wüste der Outlaws. Dort ist der Eingang, quasi zur Wüste, so blöd wie das klingt. Ja, wo wir ja auch eventuell den Outlaw finden können, der unsere Gerätschaften geklaut hat. Und bevor wir das aber machen, würde ich nochmal ganz kurz nach Goliath gehen wollen. Denn wir können, glaube ich, bei Ragnar noch ein paar Aufgaben abgeben. Wir waren ja inzwischen in Abessa und in dem Hort von Ignadon. Ich glaube, dann könnte man nämlich auch theoretisch bei den Berserkern anheuern. Und ich glaube, wir sollten ihm auch noch Infos über irgendwelche Weltenherzen bringen. Da bin ich mir jetzt aber noch nicht so 100% sicher, ob wir da irgendwelche neuen inzwischen gefunden haben. Ich glaube, das hatte ich ihm schon gesagt, glaube ich, dass wir das gefunden hatten. Und wir können natürlich der Frau von Stormson noch Bescheid sagen, ne? Dieses Haus, wenn man es so nennen kann, hat mich schon immer fasziniert. Ich frage mich, wer es wohl gebaut hat. Die Familie, die hier gelebt hat, muss riesig gewesen sein, wenn sie so viele Zimmer gebraucht hat. Waren das nicht Quests aus Abessa, also aus der Kuppelstadt? Da gucken wir dann gleich auch nochmal hin, wenn die jetzt abgebrochen sind. Würde mich mal interessieren. So, Ragnar. Ja, ach so, stimmt. Und wir sollen die ja gleich fragen, ob die als erfahrener Feldherr für die Kleriker arbeiten würden. Judikator Ulbricht sucht nach einem erfahrenen Feldherren für seine Schlacht gegen die Alps in Ignadon. Ach ja? Wir haben selbst nicht genug qualifiziertes Personal. Schon gar nicht für die Kleriker. Das ist auf jeden Fall hilfreich, ne? Du wolltest einen Bericht aus einer anderen Stadt. Was hast du herausgefunden? Tja, genau. Wir waren in zwei... Ach, deswegen. Das ist das Relikt von Abessa, die Kuppelstadt. Warum nennen sie es nicht Kuppelstadt? Ich war im Relikt von Abessa. Was geht dort vor sich? Die Stadt ist hauptsächlich mit sich selbst beschäftigt. Und ich hatte die Stille, die von dort ausgeht, stets als Zeichen von Kriegsvorbereitungen gedeutet. Aber jetzt stellt sich die Lage völlig anders dar. Hier, das ist für dich. Sehr schön. Und den Hort der Kleriker habe ich auch gefunden. Ich habe den Hort der Kleriker aufgesucht. Dann bist du weit gekommen und hast hoffentlich die Augen offen gehalten. Also, wie ist es um ihre Stärke bestellt? Sie haben eine schlagkräftige Kriegsmaschinerie. Dennoch ist ihre Mannstärke gering. Das macht sie nicht weniger gefährlich. Wie sind ihre Kräfte verteilt? Ihr Augenmerk richtet sich hauptsächlich gegen die Alps. Dann haben wenigstens sie erkannt, wer der wahre Feind ist. Hier, für deinen Bericht. Danke, sehr schön. Achso, das ist dann Aufbruch zu fernen Ländern quasi abgeschlossen. Ich würde trotzdem mal warten, dass wir vielleicht noch das von den Outlaws erzählen können, weil wenn das noch zusätzlich Splitter gibt, wäre das ja auf jeden Fall gut. Was meine Unterstützung angeht, wie mache ich mich? Eine der Wachen hat gesagt, du taugst was. Das alleine überzeugt mich noch nicht. Ach echt? Angrims Test hast du bestanden. Das war gut. Bond sagt, du hast ihm bei seinem Mutantenproblem geholfen. Außerdem bist du ihm bei der Ernte zur Hand gegangen. Gute Arbeit. Jora meint, dass du ihn mit Maschinenteilen vom Konverter versorgt hast. Das war sicher nicht einfach. Bei den Werkern am Schlund hast du wohl jemandem keinen Gefallen getan. Zumindest höre ich nicht nur Gutes von dort. Meine Frau weiß nicht, was sie von dir halten soll. Kein gutes Anzeichen. Man erzählt sich, du hättest einem Kleriker zur Flucht verholfen? Das ist nicht hinnehmbar. Allerdings war meine Frau daran wohl auch nicht ganz unbeteiligt. Du hast mir bei der Sache mit Irdor geholfen. Das muss ich dir lassen. Einige meiner Männer behaupten, du hättest das Schwert von Erik Eisenfaust gestohlen. Sie können es zwar nicht beweisen, aber Fremden gegenüber sind sie stets misstrauisch. Eine große Hilfe scheinst du bei der Geschichte mit dem verschwundenen Elex ja nicht gerade gewesen zu sein. Ich denke, du kannst noch weitaus mehr für uns tun. Streng dich an. Eieiei, okay. Bei den Werkern, ich glaube, das... Ach ja, ich glaube, wir haben ja mit dem... den Handel mit dem Outlaw wieder ermöglicht. Ich glaube, das ist das, was er mit den Werkern meinte vom Schlund. Aber woher wissen die das? Ich bringe Neuigkeiten aus den Außengebieten. So, was gibt es zu berichten? Ja, die Sache ist... Ich bin bei Torgal im Norden gewesen. Hat er die Situation im Griff? Ist das Weltenherz noch intakt? Der Posten könnte ein paar mehr Männer zur Bewachung vertragen, aber ansonsten ist alles in Ordnung. Dann nehme ich an, es gab Verluste. Bedauerlich, aber nichts Ungewöhnliches dieser Tage.
In jedem Fall danke ich dir, dass du mir Bericht erstattet hast. Nimm dies als Entschädigung. Danke, sehr gut. 200 weitere Splitter. So, wir haben... Wie soll das nur weitergehen, wenn wir uns alle auf Maschinen verlassen? So, wir gehen nochmal in Geschicklichkeit. Ich meine, ich gehe jetzt sowieso, wie gesagt, in Stärke und Geschicklichkeit. Aber wenn ich jetzt erstmal in Geschicklichkeit gehe, kann ich nämlich jetzt das nächste Schlösser knacken lernen und dann können wir endlich alle Truhen knacken. Und das wäre meiner Meinung nach schon ein bisschen wichtig. Wenn wir das endlich mal hinkriegen würden, dann wäre das nämlich auf jeden Fall schon mal erledigt. Was stehst du hier eigentlich immer so rum, ganz ehrlich mal? Er kann mir nur was beibringen. So. Zu Angrim selbst will ich jetzt nicht gehen, weil ich ja Stormson nicht getötet habe. Ich meine, wie gesagt, wir haben es ja mit Absicht auch ein bisschen gegen Angrim gemacht, aber wir müssen es ihm ja jetzt nicht zwingend auf die Nase binden, wenn ich mal ehrlich bin, ne? So intelligent sind wir schon. Ach, warte mal, aber ich will seine Frau noch finden. Ist sie nicht hier oben immer irgendwo? Auf den Feldern. Und dann, wie gesagt, bei Abessa mal ganz kurz noch vorbeischauen. Also hier bei der Kuppelstadt mal ganz kurz noch vorbeischauen. Da scheint ja auch was passiert zu sein. Pflanzt die nicht hier immer irgendwo rum? Ah ja, da ist sie doch. Hoffentlich begegnen wir niemandem, den ich kenne. Ich habe jetzt echt keine Lust auf unnötige Unterhaltung. Ja, komisch, dass dich hier sowieso keiner erkennt, ne? Wenn du eine der mächtigsten Magierinnen der Berserker warst. Wundert mich, warum die dich überhaupt haben gehen lassen. Stormson lebt und ist in Sicherheit. Er hat es also geschafft. Das beruhigt mich. Er hatte Hilfe von den Klerikern. Ich kann nicht sagen, dass ich den Klerikern etwas Gutes abgewinnen kann, aber solange er zufrieden ist, bin ich es auch. Er sagte, du sollst mir seine alten Sachen geben. Du bist witzig, er besaß ja kaum etwas. Und das, was er hatte, haben sich die anderen schon unter den Nagel gerissen. Aber seine restlichen Splitter konnte ich vor ihren Augen verbergen. Hier. Na, immerhin, 150, nicht schlecht. Sag mal, du kennst nicht zufällig Kaya, oder? Ich meine, ihr könntet Zwillinge sein. So, es ist ja einfach so, die Frauen sehen alle gleich, also fast alle gleich aus. Gerade die Berserker-Frauen. Ich glaube, da gibt es nur ein Modell für die Berserker-Frauen, oder? Das ist schon ein bisschen traurig. Es gibt ja noch so ein Outlaw-Frauen, so eine Frauen von Outlaws, die sehen noch ein bisschen anders aus, aber ansonsten sehen die, glaube ich, fast immer gleich aus. So, was ich hier aber auf jeden Fall noch wollte, war bei dem einen Handwerkstypen nochmal kurz vorbeischauen, damit er mir das Schlösserknacken beibringen kann. Der soll... Oh, und ich kann hier mal ganz kurz Fleisch braten. Wieder 31 Stück, sehr gut. So, der scheint hier irgendwo in der Kneipe zu sitzen. Oder draußen. Ah ja, da sitzt er ja. So. Bring mir etwas bei. Wie du willst. Schlösser knacken. Sehr nice. So. Dann haben wir das schon mal. Und dann geht's jetzt nochmal ganz kurz nach... zum Relikt... zur Kuppelstadt. Da bin ich ja jetzt gespannt. Oha. Was ist denn hier passiert? Aufständische Outlaws. Waren da so viele Outlaws überhaupt noch drin? Hier scheint ein bisschen was passiert zu sein, so wie es aussieht. Sag auch. Was ist denn hier los? Du kannst durchgehen. Jetzt ist es auch schon egal. Ich habe es immer gesagt, wenn wir bessere Kontrollen gehabt hätten, wäre es nie zu dem Aufstand der Outlaws gekommen. Aufstand der Outlaws, ah, das haben die also geplant. Ah ja, scheint nicht so ganz geklappt zu haben. Ah ja, und hier sind auch die Kampfmaschinen. Ist jetzt inzwischen eigentlich schon wieder ein Tag vergangen? Das war's dann wohl mit dieser Stadt. Okay, die Outlaws scheinen einen Aufstand geplant zu haben. Das heißt, die sind jetzt alle tot. Alter, wie viel Blut hier einfach ist. Vielleicht gehen wir erstmal zum Oberboss. Hier sind jetzt wahrscheinlich auch alle Outlaws tot. Ja gut, ich meine, wenn du ohne Waffen einen Aufstand planst, bist du ja aber auch selbst schuld. Ich meine, die Waffen haben wir ja nicht den Outlaws gegeben, wenn ich mich recht entsinne, ne? Das kann ich mir nicht vorstellen. Kannst du nicht. Okay, hat hier irgendjemand... Ach, guck mal, hier sind ein Haufen Kampfmaschinen jetzt. Danke, dass du dafür gesorgt hast, dass hier mehr Roboter stationiert werden. Ohne sie hätte der Aufstand der Outlaws böse ausgehen können. Okay. Fragen wir doch mal den Oberboss hier. Tag auch. Hey, du! Ich brauche jemanden, der nach Ignadon geht und dort weiteren Bericht erstattet. Du gehörst doch zu den Freiwilligen, die sich vorhin verpflichtet haben, oder? Was? Eigentlich nicht. Ach so, dann ist es auch egal. Wir haben viel zu tun, also fass dich kurz. Was möchtest du? Ja, genau. Was mich interessieren würde? Was genau ist dir passiert? Du warst wohl nicht dabei, was?
Die Outlaws haben einen Aufstand angefangen und die Separatisten haben geholfen. Dass es zwischen ihnen und uns irgendwann knallt, war abzusehen. Aber dass die Kuppel dabei zerstört wird, für so wahnsinnig habe ich sie nicht gehalten. Ach, da fällt mir ein, ich bin dir trotz allem dankbar, dass du mir damals die Waffenlieferung gebracht hast. Wenn die Outlaws die Waffen gehabt hätten, ich glaube nicht, dass wir das überlebt hätten. Ich muss jetzt weitermachen, es gibt noch viel zu tun. Ja, also die Outlaws haben im Prinzip einen Aufstand, es ist ein bisschen kurz gefasst, die Outlaws haben im Prinzip einen Aufstand gestartet und die Separatisten haben wohl geholfen, die Alp-Separatisten. Die Frage, die sich jetzt natürlich stellt, ist, waren die Alp-Separatisten jetzt vielleicht doch in Wirklichkeit Alps oder nicht? Das ist jetzt natürlich die eigentliche Frage. Jetzt würde mich nur mal interessieren, ist denn hier die eine Mechanikerin? Ich meine, wir hatten ja die eine Outlaw-Frau empfohlen, wenn ich mich recht entsinne. Oh, da sind ja noch mehr gewesen. Ach, guck mal, die wurden hier einfach erschossen. Cooper, Riley. Ah ja, Nyra ist auf jeden Fall tot. Hat die also mitgemacht? Ah, wahrscheinlich. Daryl ist auch tot. Na gut, bei den Outlaws muss ich ganz ehrlich sagen, ist es mir nicht so, oder sehe ich das jetzt nicht so schlimm, wenn man mal ehrlich ist. Achso, das ist mein Elixir damit drin gewesen, ne? Aber bei den Separatisten, ich bin mir halt nicht sicher, es gibt halt zwei Möglichkeiten. Entweder die Alp-Separatisten waren halt wirklich Alps, die halt einfach nur den Aufstand angezettelt haben. Es kann aber auch eigentlich sein, dass die, was aber tatsächlich, glaube ich, wahrscheinlicher ist, ist, dass die Alps selbst, dass die einfach nur selbst regieren wollten, dass sie gar nicht mit den richtigen Alps zusammengearbeitet haben, sondern dass sie mit, dass sie einfach nur bei den Outlaws bei dem Kampf unterstützt haben. Der Grund, warum ich das sage, ist, und jetzt muss ich ein ganz kleines bisschen spoilern, weil der andere Ausgang der Stadt ist, dass sie von den Alps mehr oder minder, die Kuppel ist doch gar nicht kaputt übrigens, dass die Stadt von den Alps überrannt wird während des Aufstands. Also, dass der Aufstand nicht schnell genug niedergeschlagen werden kann und dass dadurch die Alps die Stadt stürmen können. Und wenn das passiert, dann meine ich mich zu erinnern, dass nämlich auch die Alp-Separatisten mitgetötet werden. Dementsprechend kann man schon, also ich meine, das kann natürlich sein, dass die einfach getötet werden, weil sie bei dem Aufstand mitgemacht haben. Es kann aber auch sein, dass die Alp-Separatisten nicht wirklich was, achso ja, das war das, dass die Alp-Separatisten nicht wirklich mit den Alps zusammengearbeitet haben und dementsprechend dann auch von den Alps niedergemäht worden sind. Ist halt beides möglich. Ich meine, das steht dann halt zur Debatte, was es dann nun wirklich ist im Endeffekt. Kann ich halt nicht so wirklich, also ich kann halt ansonsten nicht wirklich sagen, was nun wirklich der Punkt ist. Ich meine, ich glaube, es wird halt öfter, wenn man die Alps halt, die Alp-Separatisten rausschickt aus der Stadt, wird halt gesagt, dass es ein Vorteil war, dass man die rausgeschickt hat. Das kann aber auch einfach nur sein, weil sie ja sonst beim Aufstand geholfen hätten. Und ich glaube mich aber auch zu erinnern, wenn die Stadt überfallen wird von den Outlaws, es retten sich dann so ein paar Outlaws außerhalb der Stadt. Alter, wie viel Blut jetzt hier einfach ist und es macht keiner weg. Dass sich so ein paar Outlaws aus der Stadt noch retten können. Und die sagen dann, dass man die Alp-Separatisten vielleicht doch aus der Stadt hätte werfen sollen. Nur bin ich mir ehrlich gesagt da aber nicht sicher, wie wahr das dann, oder ob das dann nun wirklich wahr ist. Wie gesagt, weil die Alp-Separatisten selbst umgebracht werden. Sowas passiert, wenn man Alps in der Stadt duldet. Ja, wie gesagt, also ich glaube, das ist so eine Sache, die ist sicher... Ich habe geahnt, dass diese Anarchisten einen Aufstand versuchen werden. Jetzt müssen wir uns an den Wiederaufbau machen. Ja, wie gesagt, also es gibt hier mehrere Möglichkeiten, wie man das Ganze, denke ich, interpretieren kann. Ich würde jetzt aber nicht sagen, dass die Alp-Separatisten wirklich mit den Alps zusammengearbeitet haben, wobei sich dann natürlich immer noch die Frage stellt, mit wem hat sich Fenk getroffen? Wenn er sich mit einem Alp-Separatisten getroffen hat, warum sollte er dann an einem Aufstand teilnehmen? Also, ich muss sagen, keine der beiden Theorien ergibt so wirklich 100% Sinn. Beide haben ihre Lücken. Vor allem, warum ist hier drinnen eigentlich so viel Blut? Ich meine, ist das nicht hier ein Haus der Berserker gewesen? Also, wie gesagt, beide Theorien haben so ihre Lücken. Und da man ja nie selbst dabei sein kann und da es hier auch nicht wirklich erzählt wird, was genau passiert. Das ist gefährliches Halbwissen. Ist es halt auch leider so, dass man da keine genaue Information rausgewinnen kann.
Ich will damit. Man kann das natürlich als gut bezeichnen. Ich werde meine Kneipe weiterführen. Na klar. Egal, was die Outlaws hier in der Stadt anrichten. Es gibt halt, wie gesagt, die. Ja, also diese beiden Theorien. Ihr könnt ja mal sagen, was ihr denkt. Wie gesagt, ich finde halt, beide Theorien haben so ihre Lücken, aber vielleicht wisst ihr, könnt ihr irgendwie, habt ihr eine Idee, die beiden oder die Lücken für eine der Theorien zu stopfen. Das wäre ja ansonsten noch eine Sache. So, dann sind hier ja wahrscheinlich jetzt auch die ganzen Alps tot, ne? Würde ich jetzt einfach mal vermuten, ja, da ist Fink. Ich meine, da muss ich halt auch sagen, der ist halt einfach hier gestorben, was mich halt auch enorm wundert, wenn ich mal ehrlich bin. Ich meine, wenn die einen Aufstand starten, warum stirbt der dann hier irgendwo? Das wundert mich halt auch. Aber ich glaube, das liegt einfach daran, dass die halt einfach tot umfallen dann in dem entsprechenden Moment, ne? Wobei, die anderen Typen haben sie ja alle auch irgendwo rausgebracht. Als Leichen, nur Fink haben sie hier liegen lassen. Auch irgendwie ein bisschen komisch. Ansonsten sehe ich ja auch keine Alpseparatisten ansonsten rumliegen. Wundert mich ein bisschen. Vielleicht sind hier draußen ja noch welche. Haben sie hier noch welche hingelegt? Ich glaube nicht, nee. Sieht nicht so aus. Na gut, so viel dann also dazu. Warte mal, wir hatten jetzt keinen Auftrag von ihm gekriegt, nochmal nach Dingens zu gehen, ne? Nee, nee. Wir hatten jetzt nicht nochmal einen Auftrag gekriegt, nach Ignadon zu gehen. Das hatte er ja nur erst vermutet. Ja, also das ist im Prinzip das, was jetzt mit Abessa passiert, mit der Kuppelstadt passiert ist. Wie gesagt, ich weiß zwar nicht, was er meint, mit dass die Kuppel beschädigt ist. Die scheint ja noch ganz gut zu funktionieren, aber hey. Auf jeden Fall, ja. Wie gesagt, und ich hoffe, ihr seht das jetzt nicht so schlimm, dass ich ein bisschen gespoilert habe. Musste ich halt, um die ganze Sache ein bisschen auszuführen. Gut, dann würde ich sagen, wollten wir ja eigentlich zu den Outlaws, jetzt wo die in der Kuppelstadt tot sind. Ich muss halt auch ganz ehrlich sagen, was ich ein bisschen schade finde, ist, dass die Kuppelstadt, und das habe ich auch schon mal in einem Kommentar geschrieben, dass die Kuppelstadt in dieser ganzen Welt so unwichtig ist. Die einzige Fraktion, die da wirklich Arbeit reinsteckt, sind ja die Kleriker, die ihr Elex verwenden, die Kampfmaschinen dahin schicken und so weiter und so fort. Aber alle anderen Fraktionen, gerade die Berserker, scheinen sich ja nicht wirklich für die Kuppelstadt zu interessieren. Im Gegenteil, gerade bei den Berserkern habe ich ja eher das Gefühl, dass die, dass da ja nur irgendwelche sind, die sonst ins Tal der Verbannten würden. Und bei den Outlaws verstehe ich nicht, warum wollten die denn die Kuppelstadt eigentlich übernehmen? Was war denn ihre Idee dahinter? Ich meine, was hatten die davon? Dann müssen sie sich halt selbst um die Stadt kümmern. Und ich meine, das heißt, sie müssten Ressourcen dafür aufbringen, was ja eigentlich nicht im Sinne der Outlaws sein kann, ne? Es geht los. Sehr schön. Was ja nicht im Sinne der Outlaws sein kann. Das Einzige, was ich mir vorstellen kann, ist halt, dass wirklich einfach die Outlaws, dass sie einfach nur die Kleriker irgendwie schwächen bin ich wollten. Ich bin froh, dass diese Dinger nicht mehr fahren. Auf der anderen Seite. Ich liebe es, den Boden unter meinen Füßen zu spüren. Da fühle ich mich der Erde nah. Okay. Ich meine. Wo war ich stehen geblieben? Ich meine, sie wollten ja, wenn sie nur die Kleriker immer ein bisschen geschwächt hätten und sie was ausspioniert das früher wohl hätten. Mal war. Würde ich ja nichts dagegen sagen, aber sie wollten ja offensichtlich die Stadt richtig übernehmen und ich finde, da gibt es halt wirklich keinen Sinn für, oder sehe ich keinen Sinn für die Outlaws, ehrlich gesagt. Die haben ja nichts davon, diese Stadt zu übernehmen. Es gibt ja nicht mal was in dieser Stadt. Das ist das, was mich so enorm stört an dieser ganzen Kuppelstadt-Geschichte. Da hätte so viel mehr mit möglich sein können, aber es ergibt überhaupt keinen Sinn, dass irgendeine Fraktion sich überhaupt für diese Stadt interessieren sollte. Die einzigen, die sich dafür interessieren, sind die Kleriker, aber ob die das nur aus, scheinbar ja nur aus Nächstenliebe. Wie gesagt, die gewinnen ja daraus nichts. Also warum da überhaupt so ein riesiger Konflikt um diese Stadt entsteht, verstehe ich nicht. Weil es gibt da nichts. Es gibt so ein kleines Elex-Lager darunter, aber ganz ehrlich, sich dafür mit einer anderen Fraktion anzulegen, kostet wahrscheinlich mehr, als man dann daraus gewinnt. Also ich finde es halt alles so ein bisschen. Es wäre halt, glaube ich, wesentlich cleverer gewesen, wenn man die Kuppelstadt irgendwo hier ins Zentrum gelegt hätte, wo dann auch eine riesige Elex-Ader drunter ist, sodass sich die Leute, oder dass es auch einen Sinn gibt, dass sich die Leute um diese Kuppelstadt prügeln. Und dass es auch einen Sinn gibt, dass die in dem Konzil von Magalan überhaupt erwähnt werden. Weil, wie gesagt, ansonsten scheint sich ja überhaupt keiner dafür zu interessieren. Keiner handelt ja mit der Kuppelstadt. Keiner interagiert irgendwie mit der Kuppelstadt. Es ist irgendwie ein bisschen seltsam. Also ich weiß, ich verstehe die Idee dahinter. Sie wollten eine Stadt bauen, in der halt alle drei Fraktionen irgendwie zusammenleben und es aber trotzdem einen Konflikt gibt. Aber irgendwie
ergibt es einfach keinen Sinn, dass es da einen Konflikt gibt. So blöd das klingt, weil es eigentlich überhaupt keinen Sinn gibt, dass sich da irgendjemand groß dafür interessiert. Muss ich halt ganz ehrlich sagen. Das ist halt das, was ich nicht so ganz verstehe, nachvollziehen kann. Aber okay. Gut. Soweit. Den ganzen Mist vergisst man immer schnell, wie schön es hier eigentlich ist. Mit diesem Auto passiert? Achso, das haben die auseinandergenommen. Okay, da vorne müsste dann... Ach Gott, da ist schon wieder... Ist das ein Schakal oder ein Hornwolf? Da vorne müssten wir dann irgendwie in die Wüste kommen. Ach Gott, da hält ja zum Glück nicht viel aus. Zieh doch mal dein Schwert schneller, Junge. Dass der so lange braucht, um ein Schwert zu ziehen, ey. Bleib ruhig, Kollege. Ach, und dann ist mein Schwert zu kurz, ey. Dass ich nicht richtig treffe. Der Übergang hier zwischen Abessa und Wüste ist auch überhaupt nicht sichtbar oder so. So überhaupt nicht, ne? Wo die Wüste beginnt und Abessa endet. Nein, nein. Oder Edan. Ich weiß gerade nicht, was, ob das jetzt Edan oder Abessa ist. Nein, nein. Das fällt überhaupt nicht auf, dieser Übergang. Oh Gott, ey. Der hält mir viel zu viel durch. Kaya ist mal wieder so eine Mega-Hilfe, ey. Vielleicht hätte ich dann doch nochmal Dingens mitnehmen sollen. Hm. Weiß nicht. Ich nehme eigentlich Kaya gerade nur mit, weil ich noch niemanden wirklich anderen habe. Ich hätte halt mal Arx mitnehmen können, aber wie gesagt, wir wollen ja auch ein bisschen zu den Outlaws kommen, ne? Oh, und da hinten sitzt noch so ein Schakal. Oh. Wenn Kaya halt einfach mal ein bisschen zuschlagen würde, die macht ja wesentlich mehr Schaden als ich. Ja, nimm mal deinen Feuerball. Sehr nice. Und jetzt wechselt sie aber wieder aufs Schwert, ey. Jawohl, Feuerball. Hau den Feuerball drauf. Ja, guck mal wieder. Das ist halt so... Ich wünschte, ich könnte das einstellen, dass sie den einfach viel öfter benutzt. Mann, damit machst du einfach so viel mehr Schaden als mit diesem popligen Schwert. Ich meine, sie ist ja auch eigentlich Magierin und keine Schwertkämpferin. Was macht er denn da? Hallo? Wow, voll daneben. Wow, der ist schon fast unten. Wie viel Munition habe ich eigentlich noch? Na komm, mach doch nochmal deinen Angriff. Danke. Ja, das war ja richtig gut. Wie viel Munition habe ich noch? 132, das ist noch in Ordnung. Dann kann ich mir den Schakal da auch noch holen. Ich meine, ich könnte auf diesen Dreierschuss setzen. Das Problem ist, der Dreierschuss verzieht halt immer gern so ein bisschen. Das macht halt Sinn bei irgendwelchen riesigen Gegnern, wo es nicht so schlimm ist, wenn der Schuss so ein bisschen nach oben verzieht. Aber bei diesen kleinen Gegnern ist das halt dann schon ein bisschen nervig, wenn der Schuss so nach oben verzieht, ne? Wie man sich denken kann. Sehr nice. Heppala, das war knapp. Ah ja, greif doch mal an. Steh doch nicht nur daneben. Eieiei. Oh, ich bin so froh. Wir haben bald haben wir das neue Schwert, ey. Das wird dann so viel besser einfach mit diesem Elektroschaden. Weil wie gesagt, durch den Elektroschaden wird es halt so viel besser, weil wir einfach nicht mehr zwingend die Combo durchkriegen müssen, um Schaden zu machen. Weil wir dann einfach, dann reicht auch mal ein Treffer, um den Gegner richtig Damage zu drücken. Weil er halt diesen Blitzschaden kriegt. Daneben. Der läuft jetzt gar nicht mal so schlecht bisher. Ich will noch nichts gesagt haben, ne? Au. Au, da kann ich ja viel machen. Danke, dass die Ausdauer sich nicht regeneriert, weil ich die ganze Zeit getroffen werde. Das ist dann immer schrecklich. Wie gesagt, normalerweise würde man sagen, ja, dann greif halt nicht so viel an. Das Problem ist halt bloß, ich muss halt angreifen, um Schaden zu machen, ne? Das ist ja das, was ich immer schon gesagt habe. Das ist so dieses Problem dieses Kampfsystems. Einerseits wird von dir verlangt, dass du viel angreifst, damit du überhaupt Schaden machst. Andererseits wird von dir verlangt, dass du auch ja genug auf die Ausdauer achtest, damit du immer ausweichen kannst. Weil die Ausdauer ja auch nicht regeneriert, wenn du mal getroffen wirst. Ah, es ist so... so eine Mischung... Leider, die halt irgendwie nicht so ganz passt. So, hier haben wir scheinbar einen alten Häuserkomplex sogar so ein bisschen. Da ist sogar ein Teleporter und hier sind einige Viecher scheinbar drin. Es sind wahrscheinlich alles Mutanten und deswegen habe ich eigentlich auch keinen großen Bock, mich mit denen anzulegen, muss ich sagen.
Weil Mutanten sind wahrscheinlich noch ein bisschen schwierig. Ach, guck mal, hier liegt aber ein bisschen was rum, was ich mitnehmen kann. Das Buch interessiert mich nicht. Ich sehe bloß gar keine Viecher. Die sind wahrscheinlich in den Häusern, ne? Doch, da hinten habe ich gerade bewegen sehen. Da drüben habe ich es gerade bewegen sehen. Na gut. Soll mal erstmal soweit gut sein. Wie gesagt, das brauchen wir jetzt nicht unbedingt machen. So, schauen wir mal. Da ist der Kerl. Ich erkenne sein Gesicht. Dann hoffe ich für ihn, dass er meine Ausrüstung noch hat. Ah, so sieht man sich wieder. Du bist es, der Mann aus den Bergen. Dann ist mein Plan aufgegangen. Dein Plan? Was soll das heißen? Nun, du bist hier. Wo ist meine Ausrüstung, die du mir gestohlen hast? Langsam, Kollege. Eins nach dem anderen. Jetzt entspann dich erstmal. Wir können ja in Ruhe über alles reden. Einen Drink? Okay, das ist der Typ, der uns unsere Ausrüstung geklaut hat und der ist mir auch schon wieder viel zu freundlich, muss ich mal ganz ehrlich sagen. Ich hätte nicht wenig Lust, ich vor dem nächsten... Das sind irgendwie alles ähnliche Antworten, oder? Ich hätte nicht wenig Lust, dich vom nächsten Felsen zu stoßen. Ist das deine perverse Art, Geschäfte zu machen? Kommt zur Sache. Ganz ehrlich, einfach nur kommt zur Sache, passt aber nicht. Zumindest nicht so, wie Jax gerade aufgetreten ist, deswegen... Ist das deine perverse Art, Geschäfte zu machen? Für einen Typen aus dem Eisland bist du ziemlich unentspannt. Und dabei heißt es immer, ihr hättet gar keine Emotionen. Verflucht. Was ist hier passiert? Er ist uns auf den Fersen. Wer? Der Alp-Commander? Er ist nicht nur irgendein Commander. Es ist Jax, die Bestie von Xakor. Bist du dir sicher? Nein, aber ich fürchte, wenn wir es herausfinden, ist es für uns beide zu spät. Hier habt ihr euch verkrochen. Scheiße. Ist er das? Hey Mann, du musst das jetzt nicht tun. Wir sind auch ganz schnell wieder verschwunden. Ja genau. Wir wollten bei euch Alps nicht plündern, ehrlich. Wir sind nur rein zufällig hier vorbeigekommen. Irrelevant. Euer Elix gehört jetzt uns. Wir können uns doch sicher irgendwie einigen. Nein, die Direktive ist eindeutig. Jetzt erzähl mir erstmal von deinem grandiosen Plan. Nun, es kommt nicht so häufig vor, dass ein so hochdekorierter Alp-Commander degradiert wird und es überlebt. Schau dich an. Du bist zwar jetzt ein Ausgestoßener, aber hast trotzdem deine Instinkte nicht verloren. Du hast meine Ausrüstung gestohlen, um mich hierher zu locken. So viel habe ich kapiert. Aber wieso? Was willst du von mir? Ein ganzer Pulk von ziemlich miesen Typen ist hinter mir her. Da könnte ich deine Instinkte wirklich gut gebrauchen. Okay, er hat also meine Ausrüstung geklaut in der Hoffnung, dass ich dann hierher komme, um sie zu suchen, um mir dann zu sagen, dass er meine Hilfe braucht. Hä? Warum hat er... Also erstens, wie kam er darauf? Ich meine, gut, okay, ich kann darauf kommen, dass er sie geklaut hat. Aber warum hat er mich nicht sofort gefragt? Hat er die Idee gehabt, dass ich ihm da nicht helfen würde? Ich meine, er gibt Sinn. Aber warum ist das Klauen der Ausrüstung, das dann den anderen... wodurch der andere mich dann auch noch suchen muss, so viel hilfreicher bei der Idee, dass er mir dann helfen wird. Das verstehe ich nicht. Also dieser Gedankenprozess ist mir einfach zu hoch, muss ich ehrlich sagen. Denn die Frage ist vor allem... Also, wo ist jetzt meine Ausrüstung? Ist eine gefährliche Gegend hier. Mit so einem wertvollen Kram hat man schnell die Plünderer am Hals. Da habe ich sie lieber gleich verscherbelt und die Kohle in Nahrungsmittel und Wasser umgesetzt. Mit anderen Worten, sie ist weg. Hey, das musst du verstehen. Das Risiko war mir einfach zu groß. Na ja gut. Das ist ja ganz hilfreich. Das heißt, wir kriegen unsere Ausrüstung nicht zurück und du glaubst, ich helfe dir dafür. Was ist denn das für eine Logik? Typen wie du werden immer von irgendjemandem gejagt. Tja,
dann ist das für dich wohl eine ganz neue Erfahrung. Könnte mir vorstellen, dass die Alps einen ganzen Trupp Soldaten schicken, wenn sie wüssten, dass du immer noch lebst. Drohst du mir etwa? Nein, aber ich wette, du könntest ebenfalls Unterstützung gebrauchen. Genau wie ich. Mhm. Ja, genau. Die Frage ist doch... Warum sollte ich so verrückt sein, dir zu helfen? Du bist bestimmt ein ganz harter Bursche, aber von den Eigenheiten und Ticks der freien Menschen hier draußen hast du keine Ahnung. Du glaubst, ich brauche Nachhilfeunterricht in Sachen menschlicher Psyche? Hey Mann, ihr Eisklötze kommt doch viel zu selten raus aus eurem Palast in Xarkor. Wie willst du da wissen, wann dich ein schmieriger Waffenhändler oder ein illoyaler Söldner übers Ohr haut? Das sagt genau der Richtige. Du magst ein Experte in der Kriegsführung sein, Commander. Doch ohne deine Armee bringt dir das hier draußen wenig. Du, Eisklotz, brauchst jemanden mit Gespür fürs Geschäft. Ah ja, und derjenige sollst du sein. Da kann ich mir nicht jemand anderen suchen, oder was? Das erklärt's... Also, das finde ich irgendwie immer noch sehr risikoreich von dir. Warum Edan? Was hast du dort gemacht? Ich musste für eine Zeit lang aus der Wüste verschwinden. Edan ist zwar auch nicht der sicherste Ort, aber immer noch besser als die feurigen Klippen von Ignadon. Na gut, die Sache ist... Du glaubst wirklich, ich lasse dich hier einfach wieder weg? Hey, komm schon. Ich weiß, ich bin dir etwas schuldig. Gib mir wenigstens die Chance, deinen Verlust wieder auszugleichen. Du willst mir meine ganze Ausrüstung wieder ausgleichen? Na, jetzt bin ich ja interessiert, wie das gehen soll, vor allem, weil ich ja dir erstmal helfen soll. Da muss ja ordentlich was bei rumkommen, hä? Na schön. Nehmen wir mal an, ich kaufe dir diesen Unsinn ab. Ja, nehmen wir das einfach mal an. Dann würdest du mit mir zusammen in die Hauptstadt der Outlaws gehen und ich zeige dir ein paar nützliche Dinge. Okay, und was würden wir dort wirklich tun? Sagen wir, ich habe ein paar Probleme, allein in die Stadt zu gehen. Ohne schlagfertige Begleitung könnte es für mich ein kurzer Aufenthalt werden. Das klingt, als hättest du mächtigen Ärger am Hals. Nun, ich muss wohl jemanden im Vor die Tour vermasselt haben. Und jetzt hetzt er die Meute auf mich. Er hat sogar Steckbriefe verteilt und ein vierstelliges Kopfgeld auf mich ausgesetzt. Ist das zu fassen? Ach ja, mein Name ist übrigens Ray. Kommt mir bekannt vor. Naja gut, und wer ist nun eigentlich der Typ, der dir die Probleme macht? Wer hat Kopfgeldjäger auf dich angesetzt? Genau das versuche ich gerade herauszufinden. Ich meine, es gibt da so einige, denen ich das zutrauen würde, aber... Ach ja? Ja, aber ich muss es genau wissen. Sonst wecke ich nachher noch schlafende Hunde. Wenn du verstehst, was ich meine. Ich weiß jetzt schon, dass ich es bereuen werde. Man kann über euch Eisklötze sagen, was man will, aber irgendwo unter eurer kalten Haut ist da mit Sicherheit ein Herz versteckt. Nun, zumindest wenn ihr erstmal eine Zeit lang vom Elex runter seid. Verschwinde, bevor ich es mir anders überlege. Bin schon weg. Ich warte auf dich vorm Eingangstor der Stadt. Lass dir nicht zu viel Zeit, sonst darfst du bald nur noch meine Überreste zusammenkratzen. Was sollte das denn jetzt? Was hast du denn jetzt für ein Problem? So, ich will noch mal kurz gucken. Hier können ja dann keine Viecher drin sein, wenn er da gerade rausgekommen ist, ne? Ja gut, Ratte. Sandiges Handbuch. Und irgendwo läuft hier schon wieder ein Radio, ey. Und da läuft auch immer der gleiche Sender irgendwie. Es gibt scheinbar nur noch einen. Na gut, in der Postapokalypse, dass da überhaupt noch einen gibt. Das sandige Handbuch. Überlebensratgeber, allgemeine Tipps. Die meisten Outlaws haben vergessen, wie man auf eigene Faust in der Wildnis überlebt. Sie sitzen sich ihren fetten Arsch im Vor von Baxter platt und sind nicht mehr in der Lage, für sich selbst zu sorgen. Aber nicht ich. Ich weiß, wie man hier draußen überlebt. Ich werde es für jeden aufschreiben, der die Schnauze voll hat, unter Baxters Fuchtel zu stehen. Regel Nummer 1, nicht verlaufen. Regel Nummer 2, wenn man sich doch verläuft, nicht in Panik geraten. Seine saubersten, buntesten Sachen nehmen und großflächig auf dem Boden ausbreiten oder an einem Baum aufhängen. Wenn man nach dir sucht, ist es so einfacher, dich zu finden. Toll. Nummer 3, Toilettenpapier mitnehmen. Wenn man keines hat, ein Tuch und Wasser tun es auch. Lasst euch gesagt sein, es gibt nichts Beschisseneres, als in der Wüste einen abzusein und nichts zum Wischen dabei zu haben. Nummer 4, lange Kleidung. Die Jungs und Mädels im Vor mit ihren kurzen Sachen würden hier draußen keine 2 Tage überleben. Durch entblößte Haut verliert man viel zu viel Wasser. Außerdem wird es nachts scheißkalt. Ja, vor allem...
nicht nur verliert man viel zu viel Wasser, man verbrennt sich ja voll die Haut eigentlich damit. Deswegen ist ja in der Wüste eigentlich, sollte man in der Wüste ja eigentlich zurückgelassene Nachricht 4. Hier war kein Durchkommen mehr. Komplettes Verkehrschaos. Wir drehen um und nehmen doch den Weg über das Inland. Wenn das so weitergeht, werden wir nie heil ankommen. Hatten wir nicht schon mal so eine zurückgelassene Nachricht irgendwo gefunden? Kommt mir sehr bekannt vor. Ja, Tatsache. Können wir uns ja mal nochmal alle anhören, wenn man die zusammen haben. Aber 2 und 3 fehlt ja scheinbar noch, wenn ich jetzt noch wüsste, wo ich die anderen gefunden habe. So, knacken wir erstmal das Trüchen hier. Oh, es dauert einfach so lange, diese Truhen zu knacken immer. Oh, come on. Wie viel denn noch hier? So, dann wahrscheinlich einmal so und dann zurück. Wenigstens hat Dietrich nicht abgebrochen. Zu einfach. Ja, ja, Jax. Red mal. Schrottsammlerhut. Der passt natürlich an sich besser in die Wüste, ne? Wenn wir mal ehrlich sind. So an sich. Weil dann haben wir gleich einen Schutzhut. Ah, ich muss sagen, ich... Okay, komm. Ich meine, ich finde die Sonnenbrille zwar geiler, aber bei unserer Glatze ist vielleicht gut, so einen Hut zu haben, ne? Wobei die Sonnenbrille in der Wüste auch hilfreich sein kann, wenn wir mal ehrlich sind. Ah. Mist, ich bin nicht sicher. Ah, die Brille sieht einfach geiler aus. Ich nehme die Brille, scheiß drauf. Die Brille sieht einfach geiler aus als der blöde Hut. Seien wir doch mal ehrlich. Unvollständige Aufzeichnung. Meine Angebetete, es tut mir unendlich leid, dich warten zu lassen. Heute Nacht, sie ist wunderschön. Das war ja wirklich sehr unvollständig. So, dann haben wir noch das Tagebuch einer Kellnerin. Sandy ist ein Mistkerl. Irgendwann schmeiße ich die Arbeit hier hin. Sobald ich genug Geld zusammen habe, bin ich weg. Dann werde ich mir einen besseren Job suchen. Wenn ich das Geld für die Abendschule habe, werde ich mich bei der Infinite Skies bewerben. Die zahlen auch wesentlich besser. Er lässt einfach zu, dass mich ein paar seiner Gäste dumm anpöbeln. Am meisten Angst habe ich vor dem Kerl, der schon seit über einem Monat in dem letzten Zimmer oben wohnt. Er starrt mich immer an. Hat er denn kein Leben? Das Einzige, was er macht, ist immer am gleichen Tisch zu sitzen und in sein vollgekritztes Notizbuch zu schreiben. Wahrscheinlich hält sich der Kerl für einen Künstler oder so. Ist noch schlimmer als die Typen, die mir aus Versehen an den Arsch grapschen. Sein Blick macht mich verrückt. Heute beim Abwasch habe ich Radio gehört. Gott, meine Hände zittern. Da war ein Mann, der behauptet hat, dass bald ein Meteor alles zerstören wird. Naja, wirklich viel zerstört hat er ja nicht scheinbar, ne? wie wir gelernt haben. Es war nur ein Verrückter, der sich ins Radio gehackt hat. Ruhig, ganz ruhig. Seine Durchsage wurde plötzlich unterbrochen. Er war verrückt. Sandy gibt nichts auf die Gerüchte. Er will das Diner geöffnet lassen. Ständig kommen Leute vorbei und alle suchen einen sicheren Ort. Aber sie gehen in unterschiedliche Richtungen. Heute Mittag ist eine völlig aufgelöste Frau aufgetaucht. Sie wollte unbedingt das Zimmer neben Mr. Creeper haben. Ich habe versucht, ihr das auszureden, aber sie war schon kurz vor einem hysterischen Ausbruch. Ich habe Sandy gebeten, mich gehen zu lassen, aber er will nichts von einem Meteor hören. Okay, ich muss sagen, das interessiert mich tatsächlich. Das Problem ist, wir werden uns hier wahrscheinlich nicht so wirklich durchkämpfen können durch die ganzen Viecher, die hier sind. Ich glaube nicht, dass wir schon stark genug sind, um uns da so richtig durchzukämpfen. Ich wollte die Münze mitnehmen. Uns da so richtig durchzukämpfen. Aber wir merken uns mal, dass es hier auf jeden Fall scheinbar noch ein paar Infos geben könnte. Da hat sich eine Frau direkt neben Mr. Creep einquartiert. Das erinnert mich an die Frau und den Mann von dem anderen Hotel, von den Berserkern. Vielleicht haben die ja eine ähnliche Geschichte, aber wie gesagt, da sind halt überall noch Viecher drin. Das heißt, da einfach rein zu marschieren wird nicht so einfach werden. Mal erst ziehen, ne? Hallo? Warum klappt das gerade nicht? Ich wollte zielen. So. Na toll. Ja, ich glaube, da ist in jedem Raum ist so ein Vieh drin, mindestens. Und die kommen wahrscheinlich auch, wenn ich angreife, dann zu viel. Also, zu viel, zu mehreren. Und dann gucken wir mal. So, dann würde ich dann aber sagen, jetzt ab in die Wüste. Ich meine, durch die Glatze ist das halt ein bisschen ungünstig eigentlich. Da würde der Hut passen. Ich verstehe auch nicht, warum man nicht einen Hut und eine Sonnenbrille aufziehen kann. Das ergibt für mich nicht so Sinn, aber hey. Ja gut, ich meine, sowas ist dann typisch Spiel, ne? Sowas ist ein typisches Spiel. Wobei ich es schade finde. Ich meine, die Sonnenbrillen, man hätte auch einfach von Anfang an sagen können, dass man die ich Sonnenbrillen... Ich kann Sand nicht leiden.
Er ist ein Zeuge des Todes. Sag mal, aber kannst du eigentlich irgendwas leiden? Du magst die Stadt von den Klerikern nicht, weil da alles viel zu clean ist, viel zu steril. Du magst keinen Sand. He's rough, it's rough and irritating and so on. Nein, aber mal ganz ehrlich, was mag sie denn eigentlich? Nur ihre komische Berserkerheimat? Also, was heißt komisch? Die sieht natürlich von der Natur her am schönsten aus, das gebe ich ja zu, aber trotzdem. Ich weiß nicht. Ich meine, man kann doch nicht sagen, dass einem alles nicht gefällt. Und ich meine, wenn ich mir die so angucke, wird dir wahrscheinlich auch die Eiswüste nicht gefallen. Toter Fledderer. Oh, Pfeile. Nice. Gibt's noch ein bisschen Zeug. Schrotpatron. Ich muss mal eine Schrotflinte finden, hä? Das wäre doch mal was, wenn ich schon die ganzen Schrotpatronen finde. Das ist nicht das erste Mal, dass ich so eine Schrotpatronensammlung gefunden habe hier. Ach, guck mal, da hinten ist sogar ein Konverter. Und da ist auch irgendeine ehemalige Fabrik oder irgendwas in der Richtung, glaube ich. Aber wie gesagt, das genaue Umsehen werden wir... Oh, da fliegen Gleiter rum. Von den Alps? Greift die irgendwas an? Ich meine, sonst hat er keine Gleiter. Oder fliegen die einfach nur so durch die Gegend? Da ist ein Klo! Mitten in der Wüste steht hier ein Klo rum, ehrlich? Ach, guck mal, da hinten ist was. Da sind Banditen. Und die haben hier ein Klo aufgestellt. Ist da jemand zu Hause? Kann natürlich sein, dass da hinten dann ein Bandit rumsitzt. Sieht nicht wie ein Bandit aus. Tarauch, wer bist du denn? Ich nehme mir mal das Zeug hier. Ganz schön abgelegen hier. Ja und? Ich warne dich. Wenn mir hier draußen einer begegnet, dessen Gesicht ich nicht kenne, schrillen die Alarmglocken. Darum muss ich dich enttäuschen, falls du denkst, dass ich mein Zeug mit dir teile. Alles, was ich hier aufgabel, geht an den Müllbaron. Und der reißt mir den Arsch auf, wenn ich sein Eigentum verhökere. Okay. Eigentlich, gut, was kann der Typ mir schon anbieten, wenn wir mal ganz ehrlich sind? Aber wir können es ja mal probieren, ne? Du könntest für mich eine Ausnahme machen. Klar. Ich kann auch gleich meinen Kopf ins Maul eines Schakals legen. Vergiss das mal schnell, mein Lieber. Na gut, okay. Dieser Müllbaron, wer ist denn das? Was erzählt man sich über den Müllbaron? Er ist verrückt. Kaltblütig und absolut nachtragend. Unter den Schrottsammlern ist er außerdem mindestens genauso bekannt wie der Duke. Du kannst dir somit zusammenreimen, dass er einer der großen Tiere im Fort ist. Okay, ja, wenn wir schon mal dabei sind. Und wen sollte man sonst noch kennen? Dass man den Duke kennen sollte, steht ja wohl außer Frage. Aber das Fort ist voll mit Halsabschneidern und Aasgeiern. Na, klasse. Die anderen kenne ich nicht beim Namen. Aber ich kann es nur noch einmal wiederholen. Verscherz es dir nicht mit dem Müllbaron. Ich fürchte ihn. Und bin damit immer gut gefahren. Was er sagt, mache ich. Dann krieg ich meinen Anteil und er seine Ware. Aber wenn wir schon ins Quatschen kommen, darf ich dich mal was fragen? Na komm. Ich meine, er hat unsere Fragen auch beantwortet, ne? Was willst du wissen? Also, das Ödland hier. Ach, was red ich? Der ganze scheiß Planet hier. Hast du dich nie gefragt, wie es vorher hier ausgesehen haben muss? Doch. Ich meine, klar, wir hausen in den Ruinen der alten Welt und nutzen ihren Schrott als unseren Rohstoff. Aber ich frage mich, wie war das Leben seinerzeit? Herrschte dort auch immer Krieg? Ja, du weißt, die gleichen Fragen habe ich mir auch schon gestellt und ich bin noch zu keiner Antwort gekommen. Erst vor kurzem war es mir unmöglich, solche Gedanken... Ja, wird er ja gleich fragen, warum. Da habe ich ehrlich gesagt keinen Bock drauf. Mich interessiert die Vergangenheit nicht. Ganz ehrlich, mich interessiert... Warum zerbrichst du dir darüber den Kopf? Ich ziehe ebenso häufig durch die Wüste wie die Schrottsammler. Und mit jedem Tag entdecke ich mehr aus der alten Welt. Da liegt es doch nahe, dass man sich so seine Gedanken macht. Also, was sagst du dazu? Ich finde beide Antworten halt wieder so ungünstig. Bei der einen, klar, ich meine, ich muss jetzt nicht ehrlich sein, ich meine, es kann sein, dass das ihn jetzt nicht wirklich direkt darauf bringt, dass ich mal ein Alp war. Bis vor kurzem war es mir unmöglich, solche Gedanken zu besitzen. Andererseits, dass mich die Vergangenheit so gar nicht interessiert, ich weiß nicht, das würde ich jetzt auch nicht unbedingt über Jack sagen. Ich mach mal das in der Hoffnung, dass er da nicht drauf kommt, was ich meine.
Bis vor kurzem war es mir unmöglich, solche Gedanken zu haben. Muss ich das verstehen? Nein, ich verstehe sie ja nicht einmal selbst. Jetzt bringst du mich ganz aus dem Konzept. Aber zurück zum Thema. Jeder hier im Ödland weiß, was ein Auto ist. Aber keiner von uns hat je eins fahren sehen. Weißt du, wie ein Auto fährt oder wie man eins baut? Ich träume schon so lange davon. Wundert mich eigentlich, dass die das nicht wissen. Die haben doch Gleiter eben. Ja eben, ich kann dir höchstens was über Gleiter erzählen. Aber ganz ehrlich, ich will ihm nicht zu viele Infos geben. Ich habe ihm jetzt schon einen Hinweis gegeben, dass ich ein Alp sein könnte. Wenn ich ihm jetzt noch was über Gleiter erzähle, dann kommt er vielleicht langsam auf die Idee, ne? Ich weiß genauso wenig wie du. Da kann man nichts machen. Es ist nur so, ich frage mich, warum es uns überhaupt noch gibt. Eigentlich hätte der Meteor alles Leben auslöschen sollen. Wir waren nicht dazu bestimmt zu überleben. Aber ich schweife ab. Warum bist du noch gleich hier? Sieht so aus, als wärst du hier auf dich allein gestellt. Ja, schuld daran ist das käufliche Pack, das man mir zur Seite gestellt hat. Sie hätten längst wieder hier sein sollen. Aber bei uns Outlaws gibt es ein Sprichwort. Eine Abmachung gilt nur, solange einer der Verhandlungspartner keine Munition mehr hat. Und das heißt? Dass diese Arschgeigen kein Interesse mehr daran haben, für mich zu arbeiten. Als ich das letzte Mal meine Ware verlangt habe, haben sie mir ins Gesicht gespuckt und gemeint, ich soll mich verziehen. Gut möglich, dass sie mir bald jemanden auf den Hals hetzen. Denen macht es bestimmt nichts aus, wenn ich verrecke. Und jetzt grübel ich schon seit Tagen, wie ich sie wieder an die Leine kriege. Meine Zeit läuft so langsam ab. Falsch, sie ist soeben abgelaufen. Naja, ich weiß nicht, das ist jetzt irgendwie... ich sehe jetzt keinen Grund, ihn zu überfallen, um ehrlich zu sein. Warum lässt du dir das gefallen? Es sind nur ein paar verlauste Schrottsammler. Da gehe ich sicher nicht auf die Knie und bettel. Und alleine prügel ich mich nicht mit der Bande. Darum habe ich mir mit meinem Rückzug etwas Zeit erkauft. Klingt für mich, als hättest du rein gar nichts getan. Na schön. Ich hätte Hilfe aus dem Fort holen können, aber das habe ich nicht. Jetzt ist es zu spät und ich muss handeln, bevor mein Versagen die Runde macht. Wie ich schon sagte, die Zeit läuft. Na gut. Ich sag mal so, ich will ihn jetzt nicht unbedingt angreifen. Ich habe jetzt natürlich keine andere Möglichkeit dann, als zu sagen, ich kann dir helfen. Aber wir können das Ganze ja theoretisch auch einfach ignorieren erstmal, ne? Ich kann dir helfen. Auch wenn man die Hand nicht abschlagen sollte, die einem gereicht wird, bin ich mir bei dir nicht sicher. Es gibt genügend Kerle, die eine Party sprengen, bevor die Feier richtig losgeht. Und das Sprengen meine ich wörtlich. Warum aber willst du mir überhaupt helfen? Weil die andere Dialogoption mir nicht gefallen hat. Ja, das ist genau das Problem. Eigentlich interessiert mich sein Ding überhaupt nicht. Eigentlich will ich ihm gar nicht helfen. Ich wollte ihn jetzt aber bloß eigentlich nicht angreifen. Ja, komm, dann machen wir wenigstens das. Weil du mich dafür bezahlen wirst. Klingt fair. Ich habe meinen Leuten nie die volle Summe ausbezahlt. Darum habe ich so gesehen genug auf der hohen Kante. Und du wunderst dich, dass sie sich gegen dich wenden. Hey, spielst du jetzt hier den Richter? Hilf mir einfach, okay? Das, was mir fehlt, ist deine Idee. Wenn dir eine in den Sinn kommt, gib mir Bescheid. Eine Idee, okay. Ja, schauen wir mal, wo sind denn deine Männer überhaupt? Ich kriege deine Männer dazu, wieder für dich zu arbeiten. Dann lass mal hören, wie du das anstellen willst. Ich stelle sie vor die Wahl. Entweder tun sie es freiwillig, oder ich zwinge sie. Na schön, aber lass dein Eisen stecken. Tot nützen sie mir nichts. Sehr gut. Okay. Ja gut, dann würde ich mal sagen, damit können wir uns ja beim nächsten Mal beschäftigen. Ich meine, wenn er sie... Ich dachte jetzt, er will sie einfach töten, was er ja scheinbar nicht will. Wenn er sie nicht töten will, denke ich, ist das eine Sache, die wir machen können. Aber ich würde sagen, wie wir weiter durch die Wüste ziehen und dann vielleicht auch das Fort erreichen, das seht ihr dann aber erst in der nächsten Folge von Let's Play Elex. Bis dahin. Ciao.